Das Großstadtrevier läuft mittlerweile seit mehr als 35 Jahren in der ARD. In dieser Zeit kamen und gingen eine Vielzahl an Polizeibeamten. Wir erinnern uns an die Hauptdarsteller der ersten Stunde und werfen einen Blick darauf, wie es ihnen heute geht. Im Fokus der ersten Staffeln standen die beiden Streifenpolizisten Ellen Wegener und Richard Block. Gemeinsam sagten sie den Hamburger Straftätern den Kampf an. Ellen Wegener wurde von Mareike Carrière verkörpert. Die Schwester von Mathieu Carrière verließ das Großstadtrevier nach 8 Jahren und 62 gedrehten Folgen. In den 90ern übernahm sie dann die Rolle der Vera Herzog in der Jugendserie Die Schule am See. Anschließend drehte sie das Flüchtlingsdrama Das Mädchen aus der Fremde und stieg in die Pro7-Comedy-Serie Was nicht passt, wird passend gemacht ein. Nach einigen weiteren Produktionen für die ARD und ZDF erkrankte sie 2012 an Blasenkrebs und verstarb tragischerweise 2 Jahre später im Alter von 59 Jahren. Ellen Wegeners Kollege Richard Block wurde von Arthur Braus gespielt. Der Bayer war bis 1991 Teil der Serie. Später war er in vielen weiteren TV-Produktionen zu sehen, darunter 9 Tatorte und 10 Folgen von Der Alte, ehe sich der inzwischen Mitte 80-Jährige vom Fernsehen zurückzog und sich dem Theater widmete. Verstärkt wurden Ellen Wegener und Richard Block von dem Motorradpolizisten Neidhardt Köhler, der von Kaiser Bahn gespielt wurde. Seine Zeit beim Großstadtrevier endete nach 54 Episoden auf die tragischste Art, die man sich vorstellen kann. Kaiser Bahn starb im Sommer 1992 während der Dreharbeiten zu der Serie. Er erlitt eine Lungenembolie und wurde nur 40 Jahre alt. Der erste Revierleiter der Hamburger Polizeidienststelle war Rolf Bogner. Er übernahm den Posten in der ersten Folge im Jahr 1986 und blieb bis ins Jahr 2003. Dargestellt wurde er von Peter Neuser. Mit seinem Ausstieg beim Großstadtrevier beendete der Österreicher auch seine TV-Karriere. 2010 starb er im Alter von 77 Jahren nach langer und schwerer Krankheit. Unter Rolf Bogner arbeitete Dietmar Steiner im Innendienst, der meist nur der Dicke genannt wurde. Dessen Darsteller Edgar Hoppe zog sich in den 2000ern ebenfalls aus dem TV-Geschäft zurück. Bis 2008 war er allerdings noch die Stimme von Hein Blöd aus den Captain Blaubeer-Geschichten. Zuvor kannte man Hoppe zudem aus dem Tatort sowie aus Sketchen von Loriot. Lothar Krüger war der beste Freund und Mitbewohner von Dietmar Steiner. Er wurde bis zur 6. Staffel von Mischa Neuze dargestellt. Neuze zog sich nach seinem Aus beim Großstadtrevier aus der Öffentlichkeit zurück. Lothar Krüger wurde ab der 9. Staffel von Peter Heinrich Briggs verkörpert.